Hi, meine lieben Hitman-Freunde, hier ist wieder der Markus für euch aus der Groove-Praxis. Und heute habe ich wieder ein schönes kleines Tune-Stückchen für euch, das ihr sowohl als Groove als auch als Arpeggios benutzen könnt. Geht folgendermaßen, wenn es euch gefällt. Danach im Anschluss erkläre ich es, bleibt auf jeden Fall dran. Der einzige Handsatz, mit dem ihr sowas im Prinzip spielen könnt, was ich gerade gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Wir nennen das auch die sogenannten Sextolen. Für die gibt es jetzt nicht eine offizielle Zählweise, deswegen ist es am leichtesten, wenn ihr einfach immer bis 6 zählt und dazu einen abwechselnden Handsatz spielt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okidoki. Im nächsten Schritt, um erstmal einen schönen Groove zu legen, werden wir die erste 1 aufs Ding legen, die zweite 1 auf den Slap, die dritte 1 wieder aufs Ding und die vierte 1 wieder auf den Slap. Dann wäre das folgendermaßen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, ja, und so weiter und so fort. Das würde ich mal ein bisschen spielen, bis das sitzt. So, und dann habt ihr jetzt im nächsten Schritt die Möglichkeit, alles, was nicht Ding und was nicht Slap ist, also die Schläge dazwischen, auf Töne zu legen, ja, also beispielsweise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann andere Töne. Ihr könnt aber auch ganz weggehen hier von dem Ding Slap Pattern und dasselbe einfach auf die Töne an sich übertragen, beispielsweise. Ja? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, zurück in den Groove, betont nur die linke Hand. Das macht auch einen geilen Effekt. Ja, anstatt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, entsteht dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ihr merkt schon, mit diesem kleinen Handsatz habt ihr die Möglichkeit, ganz, ganz viele coole Dinge wieder zu spielen. Wenn es euch gefällt und ihr noch nicht hier Abonnenten seid, wäre es schön, wenn ihr ein kleines Abo hinterlasst. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben, der Markus. Ciao!